Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Galvatrons. Ja, heute packen wir zwei neue Spiele aus, einmal für die Xbox 360 das Yaiba Ninja Gaiden Set und für die PS3 South Park die US-Version, weil die auch deutsche Untertitel hat und die deutsche Version ist ja geschnitten. Zu beiden Spielen kann ich euch eine Geschichte erzählen und ja, fangen wir mit dem PS3-Spiel an. Und zwar hatte ich hier erst die Collector Edition bestellt aus Amerika bei Gameware. Hatte das Geld Mitte der Woche überwiesen und das sollte dann am 10. März da sein. Eigentlich dachte ich schon vorher. Und Gameware hat ab dem 10. März eigentlich Collector Edition verschickt. Das Problem bei mir war, das Geld war noch nicht da. Also habe ich Gameware angerufen morgens und meinte, das Geld kommt auf jeden Fall heute oder morgen. Und was man tun könnte, und die meinten, das Einzige, was man tun kann, ist, dass man die Collector Edition aus Seite tun könnte für 2 Tage. Aber das ist in Ordnung. Am nächsten Tag habe ich Kontoauszug gezogen und das Geld war überwiesen. Ich rufe die an. Und die meinten dann, ja, ist gut, aber die schickten mir dann von der zweiten Lieferung dann meine Collector Edition, was eine Woche dauern würde. Was mich sehr geärgert hat, weil mir einen Tag vorher noch gesagt hat, man würde meine Collector Edition 2 Tage auf Seite tun. Ja, Woche gewartet, kam eine E-Mail, kriegen sie nicht mehr. Und ich hatte keinen Bock mehr auf das Spiel, da war es so sauer auf Gameware. Das war das zweite Mal bei Gameware, dass ich da was vorbestellt habe und zweimal enttäuscht wurde. Einmal bei Metal Gear Raiden. Da haben die mir die Collector Edition zugesagt, auch ein Telefon, ja, wird rausgeschickt und dann habe ich keine bekommen. Und bei South Park jetzt dasselbe. Aber die haben dann gesagt, du kannst die Edition kriegen, also das normale Spiel. Und nee, da habe ich gesagt, nee, könnt ihr behalten. Habe ich alles storniert. Und wollte mir das Spiel bei eBay bestellen. Ich packe euch mal ein bisschen bei aus, sonst seht ihr nur ein Bild. Ja, wollte das Spiel dann bei eBay bestellen in der Collector Edition von deutschen Händler. Und meinte dann, ich überweise das Geld dann so weit, wie mein Geld da ist. Meinte, das ist in Ordnung. Und dann war das ein Betrüger, der hatte dann, wo es überweisen wollte, 10 negative Bewertungen und dann habe ich eBay angerufen, dass ich das nicht überweisen werde. Und die meinten, machen sie das auch nicht, das ist ein Fall für die Sicherheitsabteilung. Und dann hatte ich keine Lust mehr auf das Spiel. Im Endeffekt habe ich es dann doch bei Gameware bestellt und ihr seht es ja, ist die US-Version. Habe ich durch Georg bekommen, das ist ein YouTuber. Ich werde euch mal seinen Link verlinken, sein guter YouTuber. Wie war dein YouTube-Name nochmal? Fuhua, ne? Und ja, er hat es mir dann nochmal für mich bestellt, weil ich dann nicht mehr bestellen wollte selbst und ja, ist dann heute gekommen. Und jetzt kommt das Lustige, heute Morgen hat mir Gameware eine E-Mail geschickt, dass sie die Collector Edition haben. Also irgendwie fühle ich mich verarscht, aber das war mir dann egal, ich will die jetzt nicht mehr, ich habe jetzt das Spiel. An Epic Quest, Become Cool, Abenteuer Epica, Para, sehr cool und ich kann ja nicht so gut Englisch, deswegen lasse ich das alles. Ich finde es aber gut, dass das Spiel in Deutsch ist, geht zu einem Spieler, braucht 700 MB, 720p, 480p und 720p. Und DualShock Fever zum Wett unterstützt ist von Ubisoft und entwickelt hat es ja, wenn ich die Firma finde, Obsidian Entertainment. Ja, gucken wir mal rein. Dann haben wir hier diese DLCs. Die kann ich aber wahrscheinlich nur benutzen, wenn ich mir einen US-Account mache, denke ich. Sonst kann ich damit nichts anfangen. Mal gucken. Gucken wir uns mal die Anleitung an. Die ist sehr dünn, wird auch nichts Besonderes drin sein. Lufttest machen wir noch schnell. Nicht gut, ja, aber ich habe lieber sowas mit einem Cover und einer Rückseite als gar nichts. Aber das Spiel selber finde ich sehr cool und die deutsche Version hat sich ja verschoben, kommt jetzt glaube ich Ende März raus, am 27.03. Ich wollte es aber umgeschnitten haben. Und dann habe ich mir im Saturn dieses neue Ninja Gaiden gekauft für die Xbox 360, für die Xbox, weil ich eigentlich alle Teile für die Xbox immer hatte. Das hat so einen geilen Cell-Shading Comic Look und ist eine Spezial-Edition, die gibt es glaube ich auch nur in der Spezial-Edition erstmal. Hat 59,99 gekostet. Warum habe ich es gekauft? Weil ich solche Spiele unterstütze. Und da waren ja gute Leute, die da zusammengearbeitet haben. Ninja-Team und dann, wie hieß der Typ nochmal? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es ein cooles Spiel. Grafik sieht gut aus, bis mittelmäßig. Es soll sehr schwer sein, was ich gut finde, ist ein bisschen fordern. Ein Cyborg-Ninja, haufenweise Zombies, totales Chaos. Hier ist die fetzige, frische Neuauflage der Ninja Gaiden Serie. Die Welt spielt verrückt und Yaiba ist außer sich vor Wut. Entschlossen, Rachen an seinen Mörder zu nehmen, als untoter Cyborg-Ninja. Das muss man sich mal vorstellen, als untoter Cyborg-Ninja. Killer metzelt er sich im Großdeck brutaler Comic-Mania durch Horden blutiger Zombies, blutrünstiger Zombies, Spur seiner Wut genießt den Wahnsinn. Die Spezialedition enthält exklusives Yaiba-Comic in Farbe, Original-Soundtrack leider nur als Download-Code. Exklusive Yaiba-Kostüme für Dead or Alive 5 zum Runterladen. Betritt eine bizarre Welt wie aus einem Comic-Heft, voller atemberaubender Grafik, knallharter Action,
Zombie-Waffen, reißt Zombies in Stücke, benutzt ihre Körperteile als Waffe. Ninja Gaiden Z-Modus, eine Hommage an Ninja Gaiden Side-Scroller der alten Schule. Ja, Xbox Live Online-Dienst wird unterstützt. 360, ja, ist ja Xbox 360 ein Spieler, braucht je 768 kW, 720p bis 1080p, Dolby Digital Unterstützung und gibt es auch für die PS3. South Park gibt es übrigens auch für die, für die Xbox gibt es South Park und das für die PS3. Geschichte dazu: Ich habe mir das ja im Saturn geholt und da hat mich der Big Ben Dave begleitet, übrigens auf dem Weg zum Saturn, auch im Saturn, hat alles mitbekommen. Wir haben da telefoniert. Und ja, ich habe dann im Saturn gefragt, habt ihr das noch nicht? Ja, doch, wir haben das. Da haben wir erstmal geguckt, stundenlang. Und dann kam dann auch eine Kollegin von dem Saturn-Mitarbeiter in Kerpen, die dann gesagt hat, doch, guck mal da. Und dann hat sie es gefunden und dann habe ich es gekriegt. Nach 5 Stunden gefühlt, suchen und ja, reinstes Chaos bei mir im Saturn. Die haben nichts sortiert. Und ja, Big Ben Dave ist ein Kanal, der macht auch Unboxings, wie auch der Georg oder Big Ben Dave heißt Dave. Ich hoffe, ich darf es sagen. Und der Georg ist dann Fucher, beide Kanäle verlinke ich mal unten und Fuchua, ich weiß das nie, Georg, tut mir leid, Mr. G. Ja, auf jeden Fall zwei nette Menschen und Freunde und zwei gute Channels, wo man mal drauf gehen kann. Ja, das Spiel sollte ich auch mal auspacken. So, haben wir dann da drin, zwei Discs sind da drin, die Discs finde ich schon mal sehr cool, weil ich es rauskriegen würde. Einmal hier. Und dann haben wir da noch, was ist das? Soundtrack. Das ist ja doch als CD dabei. Jaiba Ninja Gaiden Set Soundtrack. Cool. Wieso sagen die Download ist doch als Disc dabei? Finde ich jetzt aber überraschend. Dann haben wir hier das Comic. Ist zwar klein. Und auch alles in Englisch. Finde ich jetzt nicht schlimm. Zeichenstil ist jetzt nicht meiner, aber ist in Ordnung. Dann haben wir hier den DLC für Dead or Alive. Ich habe das normale Dead or Alive, dann kann ich den überhaupt benutzen. Also das normale Dead or Alive 5, aber auch für die Xbox. Und dann hier die Anleitung, die etwas dicker ist. Und sogar in Farbe, das ist geil. Also ich habe ja auch den Dave am Telefon gesagt, weil er mich gefragt hat, warum ich mir das direkt bei Release hole. Weil ich solche Spiele, wo ich meine, die gefallen mir, auch gerne unterstütze. Und jetzt gerade kommt die Sonne raus, Dave. Also bei mir regnet es jetzt nicht, weil bei mir hat es eben geregnet. Und ja, hier scheint es auch die Sonne. Und hier ist eine hübsche Frau, keine Ahnung, wie die hat. Keine Ahnung, wie die heißt, was sie hat. Aber die hat größeren Vorbau. Habe ich dann abgelenkt wahrscheinlich. Ja, schöne Anleitung. Machen wir einen Dufttest. Riecht auch gut. Ich finde, für das Geld kriegt man eigentlich sehr viel. Ein Comic, ups, ein DLC, ein Spiel und ein Soundtrack, der jetzt doch als Disc dabei ist, was mich sehr wundert. Aber freut mich natürlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Geht mal auf die zwei Channel und ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Bis zum nächsten Mal. War wieder ein bisschen chaotisch, aber ihr kennt mich ja. Ciao.